Aaron! Was hast du getan? Nichts Neues, nur was stets meine Aufgabe war. Wenn dein Gedanke kein Wort, mein Wort kein Bild ergab, vor ihren Ohren, ihren Augen ein Wunder zu tun. Auf wessen Geheiß? Wie immer, ich hörte die Stimme in mir. Ich habe nicht gesprochen. Aber ich habe dennoch verstanden. Schweig! Dein Mund. Du warst lange fern von uns. Bei meinen Gedanken. Das müsste dir nahe sein. Wenn du dich einsam machst, wirst du tot geglaubt. Das Volk hat auf das Wort deines Mundes, dem Recht und Gesetz entspringen, lange gewartet. So musste ich ihm ein Bild zu schauen geben. Dein Bild verblicht von meinem Wort. Deinem Wort waren sonst Bilder und Wunder, die du missachtest, versagt. Und doch war das Wunder nicht mehr als ein Bild, als dein Wort mein Bild zerstört. Gottes Ewigkeit vernichtet, Götter Gegenwart. Das ist kein Bild, kein Wunder. Das ist das Gesetz. Das Unvergängliche, sag es wie diese Tafeln, vergänglich in der Sprache deines Mundes. Lass mich ihn auflösen.
furchterregend, doch befolgbar. Sie können verstehen, die Notwendigkeit verklärend, Gebote hart, doch hoffnungserweckend, verankern den Gedanken. Unbewusst wird getan, wie du willst. Menschlich fanget, wirst du dein Volk dann finden, doch liebenswert. Das will ich nicht erleben! Deine Gedanken gebunden. Ja, an meine Gedanken, die ihn diese Tafel aufdecken. Auch nur ein Bild, ein Teil des Gedanken sieht. So zertrümmere ich diese Tafeln und will Gott bitten, dass er mich von diesem Amt abberuft. Kleinmütiger, du, der du Gottes Wort hast, ob mit, ob ohne Tafeln, ich dein Mund bewahre deinen Gedanken, wie immer ich ihn ausspreche. Du Bilder! Bilder deines Gedankens, sie sind er, wie alles, was aus ihm hervorgeht. Es schlecht, das zu sagen, als ich es verstehe.